Herr Weizsäcker hatte uns vor 3 Jahren schon mal zugesagt, nach Kiel zu kommen. Damals hatten wir noch einen March for Science geplant im April 2020. Dann kam Corona. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt nach 3 Jahren sich noch erinnern konnte an diese Zusage und jetzt diese Online-Variante mit uns gemacht hat. Aber auch hier war es sehr schwierig, einen Termin zu finden. Herr Weizsäcker ist sehr ausgebucht. So, zur Vorstellung kann ich nur ganz kurz was sagen. Er hat eine sehr schöne Wikipedia-Seite, wo man das nachlesen kann. Für mich besonders beeindruckend, dass er Physiker ist, weil ich weiß, wie Physiker denken. Physiker sehen immer das komplexe Problem als Ganzes und versuchen dann auch eine komplexe Lösung zu finden. Das haben wir ja heute gehört, sowohl was die Energiedinge angeht, als auch die globalen Dinge angeht. Leider ist er nicht allzu lange Physiker geblieben. Er ist dann gewandert in die Biologie und hat dann ja Physik mit Biologie verknüpft, könnte man dann sagen. Der Name ist natürlich bekannt. Er ist der Neffe des ehemaligen Bundespräsidenten und er ist der Sohn eines bekannten Kernphysikers. Das Deckblatt heißt, so reicht das nicht. Warum der Klimaschutz unsere volle Aufmerksamkeit benötigt. Ein Weckruf. Ja, das ist im Grunde alles, worüber ich rede. Und dazu gibt es ein Buch, das hat der Bonitz vorhin auch freundlicherweise erwähnt. So reicht das nicht, ist also der Titel des Buches. Und dazu will ich eine kleine Geschichte erzählen. Mich hat ein Verleger vom Bonifatius Verlag, den ich sonst kaum kannte, aufgefordert, doch endlich mal wieder ein Buch zu schreiben. Da habe ich gesagt, ach nein, ich habe jetzt eigentlich was anderes vor. Dann fragte er mich so ein bisschen schlau, naja, Herr von Weizsäcker, Sie haben doch sicher irgendeine Sache, über die Sie sich in letzter Zeit geärgert haben. Habe ich gesagt, ja, das passiert immer mal wieder. Also zum Beispiel habe ich dann gesagt, wir haben im Wahlkampf 2021 die vernünftigen Parteien, CDU, SPD, FDP, Grüne und Linke, die waren eigentlich alle der Meinung, wir müssen dringend etwas machen in Sachen Klimaschutz. Und dann habe ich aber in die Details der Versprechungen geguckt und habe mit Schrecken festgestellt, dass praktisch alle Versprechungen sich auf Deutschland, Deutschland, Deutschland bezogen. Na gut, es war die deutsche Bundestagswahl. Aber jeder weiß doch, dass die deutschen Klima schädigenden Emissionen eher in der Gegend von 2% sind und nicht von 20%. Insofern sind wir als Deutsche quantitativ ziemlich irrelevant. Und dann sagte der Verleger, großartig, das ist doch ein Thema. Und dann kam er mit dem Vorschlag, nennen wir es doch, so reicht das nicht. Und der Untertitel heißt dann eben, wir brauchen auch Klima-Außenpolitik. Wir brauchen eine neue Sorte Ökonomie. Und wir brauchen sogar eine neue Aufklärung. Das waren dann meine Worte. Was wir in der Klimakrise jetzt wirklich brauchen. Das ist also die Entstehungsgeschichte. Ich habe mich dann tatsächlich hingesetzt und nach etwa 3 Monaten oder so war das Buch beim Verlag. Allerdings, 2 Tage bevor die Russen in der Ukraine einmarschiert sind, dann hat der Verleger mich sofort angerufen und hat gesagt, wollen Sie nicht noch ein paar Worte über die Ukraine schreiben? Habe ich dann auch gemacht. Also, jetzt geht's weiter. Das ist das, was ich soeben gesagt habe. Die deutschen Treibhausgasemissionen machen nur etwa 2% der Weltemissionen aus.
Also ist Klima-Innenpolitik nicht genug. Das ist der Punkt. Und dann bin ich mit einer alten Sache, die ich von Herman Daly gelernt habe, gekommen. Und zwar, der war immerhin Chefökonom der Weltbank. Also nicht so unmittelbar ein grüner Spinner. Der sagte, wenn es uns ernst ist mit Klima und anderen Umweltfragen, dann müssen wir unterscheiden zwischen der früheren leeren Welt und der heutigen vollen Welt. Das sind zwei vollkommen verschiedene Welten. Und wir müssen uns in verschiedenen Welten verschieden verhalten. Wir tun immer noch so, als leben wir in der leeren Welt. Aus der leeren Welt stammt zum Beispiel die Fruchtbarkeit. In der Steinzeit war es für das Überleben des Menschengeschlechtes, Homo sapiens, zwingend nötig, dass die Frauen 10 bis 15 Kinder kriegen konnten, weil die meisten Kinder sind im Alter von 1 bis 2 Jahren gestorben vor Hunger, vor Krankheiten, vor wilden Tieren und ich weiß nicht was alles. Erfrieren natürlich auch. Also brauchte man sehr viele Kinder, damit die Spezies überlebt. Für die volle Welt ist das komplett verrückt. 2 Kinder ist genau das Richtige und in vielen Ländern sogar besser nur 1,5. Oder die Religion der Welt, das war natürlich auch in der leeren Welt. Da durfte man in der Bibel schreiben, macht euch die Erde untertan. In der vollen Welt ist das absurd. Oder die Raubbauökonomie, was wir in der leeren Welt als Fortschritt empfunden haben, das war alles Raubbau. Es war ein Riesenerfolg, wenn jemand irgendwo wieder Kupfer entdeckt hat oder irgendeine andere Mineralien oder Wasser oder gute Böden oder irgendwelche Energiequellen. Heute sind wir dabei, das alles kaputt zu machen, indem wir zu viel davon verbrauchen. Oder die Nationenwelt. Die Nationen haben miteinander ständig Krieg geführt um Territorien. Das war schon bei den alten Ägyptern so. Das war im Mittelalter in Europa so. In China natürlich auch. Davon wissen wir bloß sehr wenig. In Afrika auch jede Menge. Und das in der vollen Welt fortzusetzen, ist eine Art von Selbstmord. Also, Territorialkriege der alten Art, von denen es Tausende gab, sind eigentlich nicht mehr erlaubt. Das heißt, die volle Welt verlangt ein neues Denken, ein richtig neues Denken, eine neue Art von Aufklärung. Die volle Welt nennen wir jetzt das Anthropozän, das geologische Zeitalter, das von uns Menschen dominiert wird. Nur für unseren Planeten ist das Anthropozän eine Katastrophe. Da wird es ökologisch immer schlimmer. Das Wort hat Professor Paul Crutzen erfunden im Jahr 2000. Da war eine Konferenz in Cuernavaca in Mexiko, bei der er vortrug. Und da war er dabei, gewisse Schwierigkeiten aufzuzählen. Und dann, so ist es Augenzeugen noch im Kopf, sagte er, ja, um mit diesen Fragen fertig zu werden, in der heutigen Zeit, nennen wir es Anthropozän.
jetzt kommen neue Probleme auf uns zu. Und damit ist das Wort geboren worden. Und inzwischen kennt das jeder. Und er wusste natürlich, dass der Mensch, Anthropos, den Planeten ruiniert, speziell das Klima. Ich habe übrigens Paul Crutzen persönlich sehr gut kennengelernt, als ich Leiter der kalifornischen Umwelthochschule in Santa Barbara war. Und er war regelmäßig in den Wintersemestern in San Diego. Und das ist eine halbe Flugstunde entfernt von Santa Barbara. Und da habe ich ihn eingeladen. Und wir haben uns glänzend verstanden. Es war richtig ein großer Spaß. Wichtig ist die Feststellung, dass das Anthropozän völlig neu ist. Auf jedem dieser 24 Bilder gibt es einen ganz schwachen, senkrechten Strich vertikal. Das ist das Jahr 1950. Und erstmal die Weltbevölkerung ist ab 1950 rasant gestiegen. Davor war das sehr langsam. Aber dann die ganzen Konsumgeschichten, auch Verkehrsgeschichten und so weiter, das ist dann richtig explosiv nach oben gegangen seit 1950. Und die grünen Bilder, das ist die Antwort der Natur. Und je höher diese Dinger darauf gehen, desto entsetzlicher für die Natur. Das ist alles ein Teil des Anthropozäns. Nun, zur Beruhigung haben die Vereinten Nationen noch bevor das Wort Anthropozän in der Welt fand, die Nachhaltigkeitsagenda geplant. Ich selber war auch gelegentlich in New York bei den Verhandlungen als Vertreter von UNEP, dem UNO-Umweltprogramm, und habe festgestellt, dass die Entwicklungsländer die Nachhaltigkeit zu, sagen wir mal, 99% als mehr produzieren zum Wohlstand der Menschen in den Entwicklungsländern. Die sogenannten Sustainable Development Goals, von denen es ja 17 gibt, von Nummer 1 bis Nummer 11 sind aggressive Wachstumsimperative. Und da gibt es drei ökologische, das ist 13, 14, 15, das ist Klima, Ozeane und biologische Vielfalt. Und dann kommen noch ein paar Verhaltensregeln, 16 und 17. Und jetzt ist die spannende Frage, ist die Nachhaltigkeitsagenda, wenn man sie richtig abarbeitet, wirklich nachhaltig? Antwort, nein, es ist absolut nicht nachhaltig. Das habe ich ja schon gesagt, die ersten 11 Ziele sind aggressive Wachstumsimperative. Und die drei Umweltziele, Klima, Meere, biologische Vielfalt sind eher eine Art von Anhängsel. Deswegen sollte man besser nicht einfach ein Ziel neben das andere tun, sondern das muss man hierarchisch aufbauen als eine Pyramide. Und zwar der Boden, der Fuß der Pyramide sind die drei ökologischen Ziele. Also Umwelt, also Klima, Meere und biologische Vielfalt. Und oben drüber ist dann die Ökonomie und ganz oben drüber das, was wir Menschen alles wollen. Man kann ja auch sagen, wenn die Meere kaputt sind, wie wollen wir dann die Menschen füttern, deren Hauptproteinnahrung Fische sind. Und wenn die Fische praktisch alle tot sind, das ist ja heute ein dramatischer Absturz, dann ist es aus mit Wohlfahrt. Das ist furchtbar.
Also ich gehe jetzt da nicht weiter drauf ein. Die Umweltziele sind die Basis von allem. Und das ist jetzt, was ich soeben gesagt habe. Wenn nämlich die Umweltziele weit verfehlt werden, dann ist leider Schluss mit Wohlstand. Das ist die Nachhaltigkeitsagenda. Wir müssen dringend die natürlichen Ressourcen schonen. Ja, eine der stärksten Aktivitäten, die uns in das Anthropozän geschubst haben, ist die Vermehrung der Weltbevölkerung. Bis 1950 waren wir noch so in der Gegend von 2,5 Milliarden. Jetzt sind wir bei 8 Milliarden und das geht immer noch weiter. Und die Erde kann 2,5 Milliarden einigermaßen satt machen und am Leben erhalten. 8 Milliarden ist schon fast unmöglich und 12 Milliarden ist die reine Katastrophe. Nur unsere Zivilisation stammt aus der leeren Welt. Da hat niemand gedacht, dass mehr als 2 Kinder eigentlich unerlaubt sind. Die Armutsüberwindung ist immer das Zauberwort für mehr Wachstum. Wenn man mehr Wachstum politisch verkaufen will, dann sagt man, ja, die armen, verhungernden Kinder in Afrika und so weiter, wir brauchen viel mehr Landwirtschaft. Das sagt die Bauernlobby auch immer. Nun, tatsächlich ist das empirisch falsch. Die globale Armut 1820 war riesig, bei relativ kleinen Bevölkerungszahlen, 1970 immer noch sehr groß und 2015 schon beachtlich klein. Trotzdem wird weiterhin immer gesagt, wir müssen die Armut überwinden und mehr Wachstum. Diese Sprüche, die kennt jeder von Ihnen selbstverständlich. Aber man muss auch darauf achten, als Akademiker zu merken, wo solche beliebten Behauptungen einfach falsch sind. Zurück zum Klima. Erwärmung geht gnadenlos weiter. Der Juni letzten Jahres war wahrscheinlich der heißeste Juni seit Jahrtausenden. Und dann Waldbrände, Überflutungen, vertrocknete Ernten, Hurricanes und so weiter. Das alles in den letzten Jahren passiert. Und was vielleicht noch harmlos ist, ist die Lufterwärmung. Das ist auch ärgerlich, aber die Weltmeere nehmen etwa 9 oder 10-mal so viel Wärme auf wie die Atmosphäre. Also ist die Bedrohung durch Meeresspiegelanstieg sehr real. Es gibt einen Gletscher auf der Antarktis, der ist flächenmäßig so groß wie England und der ist seit etwa 5 oder 6 Jahren ins Rutschen gekommen. Auf dem unteren Bild sieht man, der ist einige 100 Meter dick und wenn die ganze Fläche Englands mit so einer Dickheit, wenn das alles ins Meer rutscht, steigt der Meeresspiegel um 65 Zentimeter. Bisher reden die Meeresexperten immer nur von Millimetern oder Zehntelmillimetern. Aber jetzt geht es plötzlich um Zentimeter und um Dutzende davon. Der Thwaites-Gletscher ist einer von 20 Gletschern, die wir auf dem Erdball haben. Einige von denen sind bereits verschwunden, die waren auch etwas kleiner. Aber wir müssen dringend etwas gegen das Absaufen der Gletscher tun. Das ist ein Bild aus einem italienischen Schulbuch, das ich mal bei einem Sommerferien in
Italien gekauft habe. Also, während der letzten Eiszeit war der Meeresspiegel drastisch niedriger, also war Italien viel größer. Aber vor 2 Millionen Jahren, das ist die letzte fürchterliche Heißzeit gewesen. Es gab inzwischen weniger fürchterliche, aber auch sehr starke. Da war Italien nur halb so groß oder weniger als das. Und fast alle Städte, in denen heute die Italiener wohnen, also auch Mailand, Rom und Neapel sowieso und Palermo und ich weiß was alles, die waren tief im Wasser, minus 30 Meter oder so. Da gab es natürlich Rom und Neapel noch gar nicht, ganz klar. Aber wenn jetzt wieder so eine Heißzeit eintritt, dann ist Schluss mit Rom. Aber das Gleiche gilt für Hamburg, für Kopenhagen, für Helsinki, für den größten Teil von Bangladesch, von Florida und so weiter. Eine Riesenkatastrophe. Und wenn es auch nur 5 Meter wären, das wäre eine Katastrophe für Kiel oder für insgesamt Norddeutschland und für die Niederlande, aber eben auch für die anderen schon genannten Länder. So, jetzt so viel genug Geschrei über das Klima. Wir müssen wirklich was machen. Kommen wir darauf zurück. Wir brauchen aber auch eine neue Ökonomie. Die Ökonomie der vergangenen 2000 Jahre und insbesondere die neoliberale Ökonomie der letzten 30 Jahre ist darauf angelegt, dass immer mehr Natur aufgefressen wird. Das nennt man Ökonomie. Man war stolz zur Zeit von Goethe oder so, wenn wieder irgendwo Kupfer oder Eisen oder Wasser oder irgend sonst was gefunden worden ist. Und dann müssen wir jetzt in der neuen Ökonomie dafür sorgen, dass die Preise wenigstens einigermaßen die ökologische Wahrheit sagen, statt uns ständig anzuschwindeln. Also heute wird man reicher, indem man Natur zerstört. Das ist die reine Katastrophe. Die neue Ökonomie muss es umgekehrt machen. Das Wirtschaftswachstum geht bisher ganz parallel zur Klimaschädigung. In den 8 kleinen Feldern sieht man die verschiedenen ökonomischen Bereiche, also Bauwesen, Industrie, Verkehr, Dienstleistungen und so weiter. Und bei allen ist es so, nach den Ländern gegliedert, die Pünktchen, das sind die Länder, je mehr Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, von links nach rechts, desto mehr CO2-Emissionen pro Kopf. Also ganz krass beim Verkehr, aber auch beim Handel und sonst wo. Das heißt also, all das, was die Politik und die Presse, die Medien und die Wirtschaft und die Konsumenten anbeten, nämlich mehr Wohlstand, mehr Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, ist gleichbedeutend mit mehr Zerstörung des Klimas. Das wird aber nie gesagt. Denn das ist ja so wahnsinnig peinlich. Das heißt aber auch, wie ernst das Problem ist. Diese Geschichte, die ich soeben erzählt habe, war der Hauptgrund dafür, dass zum Beispiel bei der letzten Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh in Ägypten nichts herausgekommen ist. Gegen Ende der Konferenz haben die Entwicklungsländer und China und vor allem die Ölländer kräftig dafür gesorgt, dass kein einziger Beschluss gefasst wird auf der ganzen Konferenz. Außer Europa und die pazifischen Inselstaaten, die ja dann alsbald unter Wasser wären, will eigentlich niemand wirklich Klimaschutz machen, wenn das der Wirtschaft nicht gut tut. Wirtschaft ist immer zu alleroberst. In der Politik aller Länder der Welt ist das so. Eine Katastrophe. Tatsächlich ist Europa
wenigstens der ganze, fast der ganze Kontinent, fast das ganze Erdteil, einigermaßen mit den Selbstverpflichtungen von der Pariser Klimakonferenz hoch genug gegangen. Die schwarz gemalten Länder sind solche, die überhaupt nichts versprochen haben. Rot, das ist die drückende Mehrheit, haben total Unzureichendes versprochen, aber immerhin haben sie versprochen. Teilweise schlecht ist eben zum Beispiel Kasachstan und noch ein paar andere. Teilweise okay, da ist leider ein Fehler drin in diesem Guardian-Artikel, nämlich, das heißt es teilweise okay, aber Brasilien, was ja auch gelb markiert ist, hat katastrophal verschlechtert. Also sie hätten eigentlich in das schwarze Bild gehört. Na gut, also auf Europa kann man sich vielleicht noch ein Stück weit verlassen. Wir brauchen also dringend eine Entkoppelung des Wohlstands von den Klimaschädigungen, und zwar weltweit. Also da unten ist nochmal die CO2-Emissionen pro Kopf und BIP pro Kopf. Der Pfeil muss runtergehen und nicht rauf. Das ist die Aufgabe. Ein Schritt in dieser Richtung Abkopplung wäre das, was ich mit einem australischen Team Ende der 10er Jahre geschrieben habe. Es ist dann 2009 auf Englisch publiziert worden, 2010 auch auf Deutsch, aber auch auf Chinesisch ist alsbald gekommen, wo wir zeigen, dass eine Verfünffachung der Effizienz für Energie und Stoffe technisch allemal möglich ist. Also fünfmal so viel Wohlstand aus einer Tonne Erz oder einer Kilowattstunde herausholen, ist technisch möglich. Aber das ist alles nicht passiert. Die Energieeffizienz und die Stoffeffizienz haben in den letzten Jahrzehnten praktisch keinen Fortschritt gemacht. Woran liegt das? Ganz einfach. Weil die Politik aller Länder war, Energie und Ressourcen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer billiger zu machen. Das heißt also, es ist immer weniger profitabel geworden. Das ist die Realität. Wir selber haben genau das gewollt. Im Interesse des Wohlstands natürlich. Die Jahrzehnte der rasenden Zunahme des Energieverbrauchs waren die Jahrzehnte der rasanten Verbilligung. So einfach ist das. Und jetzt in der Ukraine-Krise ist plötzlich die Energie teurer geworden und bei manchen Ressourcen sagen wir, sie sind knapp geworden. Stimmt ja auch. Und jetzt sagen auf einmal alle, die Hersteller, die Konsumenten, die Händler, wir müssen die Effizienz verbessern. Also kaum ist der Preis rauf, denken die Leute völlig anders. Jetzt müssen wir uns einen hypothetischen Preis ausdenken, der diese Art von Schlussfolgerung in jedem Fall hervorlockt. Nun, Effizienz ist zwar wunderbar, daran habe ich etwa ein Vierteljahrhundert meines wissenschaftlichen Lebens dieser Thematik gewidmet, aber das alleine reicht natürlich nicht. Wir müssen außerdem für das Klima von den fossilen Brennstoffen Abschied nehmen und auf Sonnenstrom und Windstrom übergehen. Und da kommt nun die mit Abstand beste Bebilderung von meinem Vortrag. Innerhalb von 40 Jahren ist der Preis für eine Kilowattstunde Sonnenstrom um den Faktor 300 runtergepurzelt.
Das fing an in der sogenannten Ölkrise der 1970er Jahre. Da haben die Leute es auf einmal ärgerlich gefunden, dass die Araber oder die anderen Ölstaaten uns mit sehr verteuertem Öl schikanieren. Und das darf doch nicht sein. Und dann fing es an, dass die Wissenschaftler und Techniker die Überlegung hatten, könnten wir nicht die Sonnenenergie ein bisschen benutzen. Da ist zum Beispiel das Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme gegründet worden in Freiburg. Großartiges Institut. Professor Götzberger war der Gründer. Er ist leider vor 14 Tagen gestorben. Ein fantastischer Mann, ich kannte ihn gut. Und die haben also den Absturz der Preise innerhalb der ersten 10 oder auch 15 Jahre oder so bewerkstelligt. Eine fantastische Leistung. Aber das, was man damals erreicht hatte in den 1990er Jahren, war immer noch 2 D-Mark pro Kilowattstunde Photovoltaik. Also in der Konkurrenz mit Kohlestrom, Atomstrom, Wasserkraft oder so, völlig ausgeschlossen. Es konnte nie was werden. Und dann kam im Jahr 2000 mit der rot-grünen Regierung unter Kanzler Schröder, und ich selber war auch Mitglied im Deutschen Bundestag in der Zeit, kam Hermann Scheer, ein Sozialdemokrat, auf die Idee, die hatte er schon vor der Wahl im Kopf, nämlich wir müssen eigentlich ein Gesetz über erneuerbare Energien machen, so, dass es für jeden, der erneuerbare Energien bei sich zu Hause oder auf dem Acker macht, so viel Geld kriegt, wie er investiert. Also die kostendeckende Vergütung, das war sein Schlagwort. Mit diesem Schlagwort und einem Gesetzesentwurf ist er zu dem damaligen Wirtschaftsminister, ein kluger Mann, Werner Müller, gegangen. Der war fachlich zuständig für Energiepolitik und hat gesagt, er würde gerne, dass die Bundesregierung unter Schröder und mit den Grünen ein erneuerbare Energiengesetz der folgenden Art, also mit kostendeckender Vergütung, beschließt. Und dann hat sich Werner Müller die Zahlen angeguckt und sagte sofort, das kann ich nicht verantworten. Dann ist Deutschland pleite. Denn wenn die Kilowattstunde 1 Euro, damals war es noch 2 D-Mark, kostet und auf einmal alle Leute in Deutschland anfangen, auf ihre Dächer oder die Bauern auf ihren Äckern Photovoltaik anzupflanzen, weil man das ja bekommt, das Geld, ist der Staat nach kürzester Zeit pleite. Und dann kam der Hermann Scheer zu mir, ich war mit ihm schon 30 Jahre befreundet, und sagte, was machen wir jetzt? Die wollen keine Kabinettsvorlage machen. Dann habe ich gesagt, naja, also du hast ja recht, das ist ja ein großartiger Gesetzentwurf. Jetzt gehen wir doch einfach mal zusammen zum Fraktionsvorsitzenden, das war damals Peter Struck, und bitten ihn um einen Tagesordnungspunkt bei einer der nächsten Fraktionssitzungen, Tagesordnungspunkt EEG. Und Hermann Scheer war unglaublich glücklich. Er selber hatte im Grunde die gleiche Idee. Und Peter Struck war hoch anständig, hat gesagt, ja gut, machen wir. Und dann hat Hermann Scheer an dem betreffenden Tag, war 3 Wochen später,
einen glänzenden Vortrag gehalten, in dem er insbesondere betont hat, dass je mehr Deutsche das machen, desto schneller wird es billiger, nach dem amerikanischen Economies of Scale Gesetz, wenn man so will. Und dann gab es eine Diskussion, etwa eine Stunde. Ich habe mich auch beteiligt. Und dann gab es eine Abstimmung und 2/3 in der Fraktion sagten, ja, wir wollen genau dieses Gesetz. Und dann stand Kanzler Schröder auf, der vorher dagegen war, und sagte, wir haben das jetzt mit 2/3 Mehrheit beschlossen. Also ist das jetzt der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion. Punkt. Die Grünen waren unendlich happy. Die dachten immer, den Sozialdemokraten kann man sowas nicht zutrauen. Man kann. Und das ist eine Riesenerfolgsgeschichte geworden. Ich habe ja gesagt, vorher, damals kostete eine Kilowattstunde einen Euro. Und dann ist es immer billiger geworden und heute ist es 5 Euro Cent. Und in den sonnenreichen Ländern, wie im Norden von Chile, in Algerien, im Norden von Australien und so weiter, kostet es nur noch 1 Euro Cent. Das heißt, die Solarenergie ist heute billiger als Öl, Kohle, Gas und Atome. Ein neues Thema ist aber auch schon ein Gewinnthema, Agrisolar. Man sollte den Bauern, die aufgehört haben, Photovoltaik auf ihren Feldern zu verbreiten, weil ja die sogenannte Zugabe oder wie immer man das nannte, aufgehört hat, weil das so billig geworden ist, da verdienen sie kein Geld mehr. Deswegen haben wir aufgehört. Und jetzt ist die Idee, dass man die Photovoltaik höher ständert, sodass der Traktor unten durchfahren kann. Und im Übrigen macht man nur ungefähr 50-50 Sonnenabschirmung und damit Photovoltaik und Sonnendurchlassen. Und das würde dann dazu führen, dass kein oder fast kein Ernteverlust entsteht. Bei den alten Geschichten von Äckern war also das Abdecken mit Photovoltaik, das war ein Verlust für die Ernte. Deswegen haben die ja auch aufgehört. Aber wenn man dann nur 50-50 macht, dann haben wir gewonnen. Und im Übrigen hilft dieses Halbdach, die Bodenvertrocknung zu vermindern. Das ist doch auch wunderbar. Und die Biodiversität. Dafür kann man auch noch eine Prämie machen. Naja, also der Atomstrom ist immer teurer geworden, der Sonnenstrom immer billiger. Das heißt, inzwischen sind wir auf der richtigen Seite preislich. Jetzt inzwischen wieder einen neuen Schrei. Vor etwa einem halben Jahr waren die Zeitungen voll mit der Kernfusionsenergie. Also, dass man Deuterium, das ist schwerer Wasserstoff mit zwei Neutronen, und Tritium, schon das Deuterium hat nur ein zusätzliches Neutron und dann das Tritium, das ist radioaktiv. Und die können, wenn man mit einem Laser gewaltige Energiemengen reinsprengt, dann kann daraus Helium entstehen. Das ist das, was auf der Sonne passiert. Da wird ständig Wasserstoff umgewandelt in Helium. Und Helium ist für die Energieerzeugung ein absoluter Zaubertrick. Da wird unglaublich viel Energie erzeugt.
Dadurch kann die Sonne über eine Milliarde Jahren ständig Hitze abströmen. Das ist die Idee dabei. Fantastisch. Aber das wird normalerweise nicht wirklich durchdacht von den Leuten, die jetzt von der Fusion schwärmen. Auf diesem Bild sieht man, das ist immerhin vom Kernforschungszentrum Jülich das Bild, die vorhin frei gewordenen Neutronen, also das N plus 14 Megavolt, die schwirren ja dann erstmal in der Gegend rum, und zwar in Multimilliardenhöhe, damit das Ganze auch irgendeinen Energieertrag gibt. Und das Neutron trifft irgendwann auf seiner Reise auf einen Atomkern. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, auch wieder so ungefähr 50-50, dass dieser Atomkern angeregt wird und damit radioaktiv. Und dann hat man auf einmal radioaktive Atomkerne in Multimilliardenhöhe. Und es können auch kurzlebige Radioisotope entstehen, die dann auch so ein bisschen explodieren. Das ist also alles sehr viel weniger erfreulich, als die Bundeswissenschaftsministerin verkündet hat, als die Kalifornier gerade dabei waren, genau dieses Experiment mit Fusion zu machen. Das heißt also, ökologisch gesehen ist das Quatsch. Zurück zur Photovoltaik und dann ein Wort zum Elektroauto. Das Elektroauto ist ja heute der Liebling nicht nur der Grünen, sondern fast aller Umweltschützer. Und das hat auch seinen Grund. Das Elektroauto ist sehr viel effizienter als das Verbrennerauto. Und im Übrigen produziert es eben nicht CO2. Aber der Ärger ist, dass es ja nicht nur um Deutschland geht, sondern um die Welt. Klima ist ein Weltproblem, nicht ein Deutschproblem. Und dann kann man abzählen, zurzeit fahren ungefähr 1,2 Milliarden Verbrennerautos auf den Straßen der Welt. Auf dem Bild seht ihr eine Einbahnstraße in Bangkok, und dann muss es irgendwo noch eine andere Einbahnstraße in der anderen Richtung geben. Das ist nur ein Bild davon, wie wahnsinnig viele Autos da rumkurven. Und jetzt ist die spannende Frage, wie viele der Eigentümer dieser Autos wären bereit, ihren Verbrenner zu verschrotten und ein Elektroauto zu kaufen? Nach Möglichkeit natürlich aus Deutschland. Da habe ich die sehr optimistische Schätzung, vielleicht 15%. Denn da sind ja auch ein paar Deutsche mit dabei. Aber 15% ist natürlich viel zu wenig. Dann bleiben immer noch 85% übrig für die alten Verbrenner. Und damit das nicht zur Klimakatastrophe führt, brauchen wir dringend auch den klimaneutralen Verbrenner. Warum denn das? Ja, weil ein Autoeigentümer in Kenia oder in Uruguay oder auf den Philippinen, der wird doch seinen funktionsfähigen Verbrenner nicht verschrotten, wenn der weiter funktioniert. Und wenn er aber anstelle von einfach Benzin oder Diesel einen klimaneutralen Brennstoff einfüttern darf, dann ist ihm das ganz recht. Er ist ja gar nicht gegen Klimaneutralität. Er ist nur gegen den Geldverlust beim Verschrotten eines Autos. Jetzt ist die spannende Frage, gibt es denn so etwas wie ein klimaneutraler Autobrennstoff? Antwort: Ja.
Also ich habe ja vorhin über die billige Sonnenenergie gesprochen. Die kann dazu führen, dass man das Wassermolekül H2O aufspaltet in Sauerstoff O2 und Wasserstoff H2. Das ist der sogenannte grüne Wasserstoff. Und dann verheiratet man den grünen Wasserstoff mit, man staune, CO2. Was kriegt man dabei? Methanol, CH3OH. Und dieses Methanol ist geeignet als Ersatzstoff anstelle von Benzin. Und damit kann man Auto fahren. Die Chinesen machen das heute schon in großer Masse. Und das CO2, was aus diesem Auto rauskommt, tritt natürlich nicht mehr. Also es kommt dabei nicht mehr CO2 in die Luft, weil das Ganze ja mit grünem Wasserstoff gepaart ist. Das heißt also, das Ganze ist klimaneutral. Methanol kann als klimaneutraler Treibstoff eingesetzt werden. Bisher ist noch ein bisschen zu teuer, das CO2 aus der Luft abzufangen. Aber wenn man es aus dem Schornstein rausholt, ist es sehr viel billiger. Oder aus irgendeinem Verbrenner oder so. Das kann man alles noch machen. Es wird auch billiger im Laufe der Zeit. Also, damit wäre das Problem im Wesentlichen weltweit lösbar. Es gibt dann natürlich noch andere Themen, wie zum Beispiel Chemie- und Stahlherstellung. In Salzgitter, Stahlkonzern, will man demnächst Stahl klimaneutral produzieren, im Wesentlichen mit Wasserstoff. Das Vorbild ist ein Konzern in Schweden, von dem ist auch das Bild. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen überlegen, was bleibt denn dann für die Politik zu tun? Dafür ist das Wichtigste, das Allerwichtigste, der sogenannte Budgetansatz. Was ist das? Der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen hat im Jahr 2009 der Kanzlerin, damals Frau Dr. Merkel, auf den Weg gegeben zu einer Klimakonferenz in Kopenhagen, den sogenannten Budgetansatz, der darin besteht, dass man erstmal das Budget ausrechnet, das wir noch haben, damit man die 1,5 Grad Grenze nicht überschreitet, aber wo trotzdem der Zweck der Verbrennung von Benzin weiter erreicht wird. Und dann stellen wir fest, mit Beschämung, wir alten Industrieländer, hier rot gemalt, die gestrichelte Linie, schon im Jahr 2024 hätten wir unser Budget im Wesentlichen verbraucht. Ich habe vorhin vergessen, eine Sache zu sagen. Das ganze Budget wird dann pro Kopf auf die Weltbevölkerung verteilt. Also für Deutschland sowas wie 80 Millionen Köpfe. Und die kriegen dann eben 80 Millionen mal die Mini-Einheit. Aber in China sind es entsprechend mehr. Aber die gestrichelte Linie zeigt, dass wir im Grunde unser Budget für Klimaneutralität im Wesentlichen schon verfrühstückt haben. Dann müssten wir also einen Lizenzenhandel mit den Entwicklungsländern machen, denn die haben noch Riesenmengen verfügbarer CO2-Gas. Und denen können wir sagen, könnten wir nicht ein paar Lizenzen, also Budgetlizenzen, von euch bekommen? Wir bezahlen die dann auch ganz gut. Und dann werden die Entwicklungsländer sagen, ja, das ist ja mal ein Angebot. Das machen wir doch gerne.
dann würde der indische Wirtschaftsminister, einer der weltweit größten Auftraggeber für neue Kohlekraftwerke, bitteschön, das ist der Mann, der würde dann plötzlich denken, ach, jetzt wollen uns die Deutschen und meinetwegen die Italiener und die Japaner und so weiter Geld geben, dass wir ihnen Lizenzen verkaufen, wir haben ja noch eine Menge, dann werden wir reicher. Denn inzwischen ist ja auch die Solarenergie so viel billiger geworden als eigentlich die Atomenergie und auch die Kohleenergie. Also mache ich das Geschäft doch gerne. Also das wäre die Idee des Budgetansatzes. Eine fantastische Geschichte. Nur als Frau Dr. Merkel das dann in Kopenhagen vorlegte, da haben erstmal die Russen, aber auch die US-Amerikaner und die Südafrikaner und alle fossilen Länder, also auch Kolumbien zum Beispiel, Indien, Kasachstan und so weiter, die haben alle gesagt, nee, wollen wir nicht. Auch Polen wollte natürlich nicht. Dann ist übrigens etwas später, viele Jahre später, der zeitweilige Finanzminister der Bundesregierung unter Frau Merkel, Olaf Scholz, auf die Idee gekommen, der Budgetansatz ist ja sehr vernünftig, aber wir kriegen nicht alle aufs Boot. Jetzt machen wir erstmal einen Klimaclub, bei dem wir uns selber zwingen, nur noch diejenige Technologie zu machen und zu verbreiten, die für das Klima günstig ist. Und dann wird Wall Street sagen, dieses Land oder diese Ländergruppe, die macht ja genau das Richtige für die Zukunft. Denn so viel hat sogar die Weltbank verstanden, dass wir auf mittlere Sicht dringend klimaneutral werden müssen, weltweit. Und dann würden auf einmal andere Länder denken, naja, also wenn die Weltbank, Wall Street sagt, das ist doch wunderbare Fortschrittsaktivität, dann wollen wir auch Mitglied in dem Club werden. Inzwischen hat übrigens Olaf Scholz als Kanzler den Club bereits gegründet, nur der Kanzler kann im Grunde nur im G7-Bereich sich darum kümmern und genau das hat er getan. Ebenso wichtig wie das Klima ist die Biodiversität. Dazu eine fürchterliche Rechnung. Man kann das Körpergewicht der auf dem Lande lebenden Wirbeltieren in drei Kategorien einteilen. Unsere Schlachttiere, noch ein paar andere Haustiere, uns selber, wir sind auch Wirbeltiere, und die Wildtiere. Und hier sehen Sie auf dem Bild die Prozentsätze. 67%, also zwei Drittel, sind unsere Schlachttiere. Ein paar Hunde noch dabei. Wir selber sind 30%. Wir haben auch ziemlich viel Gewicht. Und da bleiben gerade noch 3% für die Wildtiere. Vor 2000 Jahren war das Gewicht der Menschheit vielleicht in der Gegend von 3% und das Gewicht der Wildtiere bei ungefähr 95% und 2% waren dann die Haustiere. Also, es hat sich dramatisch verändert und das müssen wir wieder herstellen. Wir müssen ein bisschen weniger Fleisch essen. Im Übrigen, die Fleischerzeugung ist einer der großen Schuldiger dafür, dass man diese Monokultur riesenhaft in Riesenmengen von Quadratkilometern, vor allem hier in Brasilien, macht. Das Ganze ist im Wesentlichen Viehfutter, was da rauskommt. Das ist eine Katastrophe für die Biodiversität. Also der Biodiversitätskollaps kann womöglich sogar noch schlimmer sein als die Klimakrise. Ich gehe auf mehr von der Karikatur jetzt nicht ein.
Nun, das ist sozusagen der Hauptpunkt in diesem Buch. Aber jetzt will ich doch noch ein bisschen mehr sagen über die neue Aufklärung mit einer neuen Denke für eine neue Ökonomie. Ich habe ein ganzes Kapitel über eine neue Ökonomie da drin. Da gehe ich jetzt nicht mehr weiter darauf ein, das kann jeder von euch auch. Aber die Idee mit der neuen Aufklärung, die stammt aus einem Club of Rome Buch, was ich zusammen mit dem anderen damaligen Co-Präsidenten des Club of Rome, Anders Wijkman aus Schweden, geschrieben habe. Die englische Ausgabe heißt im Kapitel 1, Come on. Don't tell me the current trends are sustainable. They are not. Zweite Kapitel heißt, come on, don't stick to outdated philosophies. Auf Deutsch heißt das dann auf dem Weg noch zu einer neuen Aufklärung. Und das dritte, das ist dann die andere sprachliche Bedeutung für come on. Come on, join us on an exciting journey towards a sustainable world. Das ist dann die Politik dafür, das ist etwa die Hälfte des Buches. War in Deutschland auch auf der Bestsellerliste von Spiegel eine Weile. Aber es ist auch in andere Sprachen, einschließlich insbesondere Chinesisch, übersetzt worden und ist ein ziemlich frecher Bericht an den Club of Rome. Ein noch neuerer Bericht ist Earth for All. Das ist erst letztes Jahr herausgekommen. Ein sehr vernünftiger Bericht, da kann ich jetzt aber nicht auf Details eingehen, das können Sie auch kaufen. Und wir haben gelernt von Papst Franziskus, wie eine neue Aufklärung zu begreifen ist, in der Enzyklika Laudato Si. Das nennt die großen Gefahren, denen die Schöpfung ausgesetzt ist, und zwar im Kern sagt er, die auf Geiz, Eile und gnadenlosem Wettbewerb fußende Wirtschaft zerstört unser gemeinsames Haus. Die alte Aufklärung war großartig für die leere Welt. Da war das noch völlig in Ordnung. Aber für die volle Welt ist vieles davon falsch. Ich habe das Beispiel Geburtenzahl von einer Frau genannt. Aber das ist ja nur eins von 100 Beispielen. Die Aufklärung führte aber auch zu ganz großem Wachstum. Eine riesen Erfolgsgeschichte. Und das hat dann auch die volle Welt erzeugt. Die Aufklärung war aber auch eine Rechtfertigungslehre für die Weltbeherrschung durch uns Europäer. Wir haben die ganze Welt oder fast die ganze Welt kolonisiert. Was hier eingefärbt ist, das sind europäische Sprachen in den verschiedenen Ländern. Also Südamerika, Afrika, ganz Amerika, Australien, Indien und so. Alles europäische Sprachen, auch Russisch ist eine europäische Sprache. Und wenn wir heute mit Afrikanern über die Aufklärung reden, dann sagen die immer sofort, ach, das ist dieser üble Kolonialistentrick. Die wollen ja davon nichts hören. Aber es ist trotzdem vernünftig. In der neuen Aufklärung wird Balance zu einem wichtigen Prinzip. Zum Beispiel Balance zwischen Herz und Verstand. Wir tun in der Wissenschaft immer so, als komme es nur auf den Verstand an. Das ist falsch. Im Westen macht man Karriere mit Rechthaberei. Das heißt also eine Verengung im Grunde. In Asien ist Balance auch ein Zeichen von Weisheit. Das ist das Yin und Yang-Symbol. In den südafrikanischen Ländern, also schwarzafrikanischen, gibt es den Begriff Ubuntu. Das bedeutet im Wesentlichen, dass mein Wert als Mensch in der Gemeinschaft ist nur so viel wert, wie die Gemeinschaft von mir denkt. Wenn ich ein Egoist bin, habe ich praktisch gar keinen Wert. Das ist völlig anders,
als die heutige Ökonomie. Die heutige Ökonomie will Egoismus im Wesentlichen. Das ist natürlich gesellschaftlich gesehen idiotisch. Jetzt ein paar Beispiele von Balance, die wir brauchen. Zum Beispiel zwischen Mensch und Natur. Was ich da vorhin über die Wirbeltiere gesagt habe, ist ja das Gegenteil. Oder Balance zwischen Kurzfrist und Langfrist. Wenn du Hunger hast, dann willst du lieber heute was essen und nicht erst in 30 Jahren. Aber wenn du hungrig bist, wenn du über Klima redest, dann musst du in Zeiträumen von 30 Jahren reden. Das Bild habe ich ja vorhin gezeigt. Oder eine Balance zwischen Staat und Markt. Der berühmte britische Ökonom und Aufklärer Adam Smith hat ja den Begriff des Marktes unter dem Namen unsichtbare Hand erfunden. Aber für ihn war es noch völlig klar, dass der Markt geografisch nur genau so groß ist wie der Staat. Das heißt also, der Markt war in die Regeln des Staates eingepfercht. Der konnte nicht was anderes machen. Das war sehr vernünftig. Also die Adam Smith-Ökonomie war vernünftig. Aber heute haben wir globale Märkte und Regelgebung in Ländern, die sind so klein wie Luxemburg. Das heißt also, der Markt besiegt den Staat, er zwingt den Staat, Sachen zu machen, die dem Markt gut sind, aber für die Umwelt schlecht. Das ist die Katastrophe. Da müssen wir auch wieder eine Balance hinkriegen. Oder eine Balance zwischen Staat und Religion. Niemand von den Zuhörern möchte einen islamischen Staat haben. Oder den katholischen Staat vor Martin Luther, als der Vatikan eben doch ziemlich korrupt und diktatorisch war. Heute sind sie großartig. Also, auch das muss in Balance sein. Aber man darf eben nicht eine Diktatur mit Religionsverbot machen. Denn die Religionen können etwas, was die Staaten und die Wirtschaft nicht machen können. Oder Balance zwischen Gerechtigkeit und Leistungsanreiz. Das ist der Dauerstreit in der Politik. Die linke Seite, die Progressive, die sagt, wir brauchen Gerechtigkeit. Und dann lachen die von der konservativen Seite und sagen, haha, wo wollt ihr denn das Geld zum Verteilen herkriegen, wenn es keinen Leistungsanreiz gibt? Da haben sie beide recht. Das heißt, auch da brauchen wir eine vernünftige Balance. Und dann eine Balance zwischen Innovation und Bewerten. In Amerika muss immer alles Innovation sein. Neuerdings nennt man das immer disruptive. Das heißt also im Wesentlichen die Vergangenheit vergessen. Das ist nicht sehr vernünftig. Dann wird zum Beispiel die Reparatur nicht mehr stattfinden. Und die Kreislaufwirtschaft wird nicht kommen. Das war vor 100 Jahren viel besser als heute. Maschinenbau, Landwirtschaft und so weiter, da brauchen wir Altbewährtes. Also, ein kurzes Resümee meines Vortrags. Das Anthropozän schadet dem Planeten. Energieeffizienz ist was Fantastisches, machbar. Erneuerbare Energien sind viel billiger geworden als Kohle und Atom. Industrie und Landwirtschaft können klimaverträglich werden. Wir brauchen eine neue Ökonomie und eine neue Aufklärung. Ich bedanke mich für Ihre geschätzte Zuhörung.